Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute wieder aus unserer Shanghai-Ausstellung Die Wiener in China. Ja, wir erzählen hier über den Weg, den die Wiener Jüdinnen und Juden nach Shanghai genommen haben. Hier natürlich hauptsächlich über den Seeweg. Es waren viele Schiffe, Kreuzfahrtschiffe, meist von Triestiner Firmen, die die Flüchtlinge nach Shanghai gebracht haben. Es war eine dreiwöchige Seereise, die natürlich besonders für die Kinder zu einem Abenteuer geworden ist, natürlich für die Erwachsenen eine schwierige Fahrt, denn man ist ins Ungewisse gefahren. Wir zeigen hier die Passagierlisten, wir zeigen die Billets, wir zeigen, wie es auf den Schiffen ausgesehen hat. Es war für viele Flüchtlinge natürlich der letzte Luxus, den man erleben konnte, bevor man in Shanghai angekommen ist. Die Schiffstickets waren teuer, das heißt, nicht jeder konnte sich ein Schiffsticket leisten. Man hat das letzte Geld dafür ausgegeben und manchmal sind Familienmitglieder aus diesem Grund nicht mitgekommen, weil nicht genug Geld da war. Ab dem Beginn des Zweiten Weltkriegs war es nicht mehr möglich, über den Seeweg nach Shanghai zu gelangen. So musste man über Land nach Shanghai fahren mit der Eisenbahn und das war eine beschwerlichere Reise. Es hat 5 Wochen mindestens gedauert, bis man in Shanghai angekommen ist. Das war für die Kinder und für die Jugendlichen natürlich sehr langweilig und so gab es Beschäftigungen. Man hat sich beschäftigt, wie Frau Wozzasek, Gertrude Wozzasek, die als Kind nach Shanghai mit ihren Eltern gegangen ist. Sie hat eine Landkarte des gesamten Wegs gezeichnet, den sie nach Shanghai hinter sich bringen mussten. Oder sie haben Tagebuch geführt. Es war auch für die Eltern sehr beschwerlich, denn man musste in jeder Station aussteigen, wenn man in ein neues Land gekommen ist. Man musste sich Einreisepapiere holen oder ein Visum. Also es war immer auch mit Angst verbunden, kann man jetzt weiterreisen, bis man dann endlich in Shanghai angekommen ist. Ja, ich freue mich auf das nächste Mal und ich hoffe, Sie dann auch wiederzusehen.